Hey, ja, hier ist der Stoppen. Hier ist der Diebster und willkommen zu einem neuen Projekt, was ich natürlich auf Deutsch spielen werde. Dem handelt es sich um ein Spiel, entwickelt von Electronic Arts unter Mithilfe von Warner Bros. Interactive Entertainment unter Lizenz der DC Comics und zwar ein Spiel namens Catwoman! Ja! Ich bin mit euch Catwoman! Mal wieder. Vor 2 Jahren, das ist wirklich schon lange her, habe ich ein PC-Spiel namens Catwoman gespielt. Dieses PC-Spiel war, ja, das Spiel zum gleichnamigen Film aus dem Jahr 2004, was damals für PC und diversen Konsolen erschienen ist. Diesmal spiele ich mit euch, ja, ebenfalls ein Spiel zu diesem Film. Und zwar, genauer gesagt, die Game Boy Advance Fassung ist es diesmal. Das heißt, die aus heutzutage nennt man das die mobile Variante. Ja, die ist ein bisschen anders von der Grafik, vom Gameplay, also allgemein ein ganz eigenes Spiel. Ich habe damals gesagt, dass ich das mal machen werde. Damals in den Let's Play, ich habe mal irgendwie ist ein bisschen angeklungen. Und ja, hab mir jetzt mal dazu entschieden, weil ich ältere Projekte mal durchgeguckt habe und habe gesehen, Catwoman hast du ja mal gemacht. Warum man nicht mal die Game Boy Advance Version machen, die ja von der Bewertung auch tatsächlich ein bisschen besser war seinerzeit, von der Presse ein bisschen besser bewertet wurde als das andere Spiel, was, naja, durchschnittlich war, sagen wir mal so. Ja, wir fangen an mit dem Spiel auch aus dem Jahr 2004, veröffentlicht. Und freigegeben ab 6 Jahren, also für jeden geeignet, der auf YouTube gucken darf. Und ja, wir beginnen ein neues Spiel. Ja, ein Spiel, was ich noch nie gezockt habe. Also geht total blind an. Und ich würde sagen, wir legen los mit einem neuen Spiel und einem leeren Slot. Also, ja, los geht's. Aussichtspunkt. Das ist das erste Level. Ich fühle mich so beweglich und stark. Was ist nur passiert? Keine Ahnung. Ja, jetzt sind wir direkt im Spiel. Dürfen wir hier direkt loslaufen. Wie ihr seht, alles 2D. Und anders von der Perspektive her. Mal sehen, ob es auch besser ist, dann halt damit. Wir werden es sehen. Und wir am besten hier weiter. Okay. Was ist das? Und die Katze ist zufrieden. Okay. Da geht's wohl weiter und dann auch was. Okay. Was ist das? Was funkelt da drüben? Nichts hin. Okay, dann gehen wir mal dahin. Achso, springt man auch, okay. Gibt ja nur 2 Tasten auf dem Game Boy Advance. So, mit den Schultertasten gibt es 4. Mehr ist ja nicht. Sieht nützlich aus. Hier liegt bestimmt noch mehr herum. Ach ja. Meinst du? Ah, gucken, wo hier noch mehr rumliegt. Da zum Beispiel. Okay, da liegt noch mehr herum. Haben wir was hier auf dem Dach? Nein? Na gut. Ja, mal hier runter. Komm ich hier runter? Nee, doch. Ah, hier liegt auch was. Ja, so, was für ein Zufall, dass hier Diamanten rumliegen, ne? Was für ein Zufall. Ja, ehrlich. Okay, was war das für ein Fall? Ein Fall sagt, dass er hin muss. Ah, Diamanten. Was sollen wir Typen? Hey, Schätzchen! Willst du zum Kostümball? Wofür hältst du dich eigentlich? Läufst hier einfach durch unser Revier? Verkleidet wie Hundefrühstück. Wie Hundefrühstück? Hey! Ah!
Ah. Voll erwischt. Tja. 5 Tage zuvor. 20.30 Uhr. Hedder Hauptquartier. Im Büro des Marktführers für Kosmetikprodukte. Patience Phillips war immer noch im Büro. Ja. Meinst du, du kannst den Stift halten, Midnight? Ich muss die Entwürfe für die neue Bowline Kosmetikserie fertig machen. Plötzlich stürmten George Adair und seine Frau Lowell durch die Tür. Miss Phillips! Diese Entwürfe sind absolut indiskutabel! George, sie sind noch gar nicht fertig! Halt dich da raus, Lowell! Sobald sie ihre jämmerlichen Entwürfe fertig haben, bringen sie sie in die Fabrik! Ja, Mr. Hedder. Und klare Sache? Klare Ansage. Das wird eine lange Nacht. Ja. Hedder Fabrik. 2 Uhr. Hier sah Patience Phillips etwas, das sie nie hätte sehen dürfen. Sie sah, wie Dr. Slavicki, der Leiter der Forschungsabteilung, zu später Stunde eine Privatkonferenz abhielt. Wir konnten Bakterien isolieren, die die sichtbaren Zeichen des Alterns abschwächen. Die ersten Experimente waren sehr viel versprechend. Leider sind die Ergebnisse der Langzeitstudie nicht gerade ermutigend. Armando, George Hedders rechte Hand, entdeckte sie und... Wer ist da? Und das Ende vom Lied? Ja, so sieht's aus. Patience Phillips starb in jener Nacht. Aber sie wurde wiedergeboren. Als Catwoman! Ja, so sieht's aus. Das war ihre Geschichte. Was ist da oben? Ich sehe lieber mal nach. Ja. Wofür habe ich denn neuen Leben? Ja, ich wäre mit 2 Leben zufrieden, aber... Naja. Mal gucken her. Ah. Ah, was glitzert da so schön. Ah. Ja, schön. Sehr schön. Ah. Da hier irgendwie hoch. Ja, aber... Ah. Aha. Okay, nochmal. Nimm sie hoch. Okay, muss ich hier ins Buch springen? Wie kann ich da nicht hochklettern? Okay. Super. Oh, war das erst zu voll? Habe ich eher nicht wirklich das gesehen, aber... Ah, nicht runterfallen. Mach keinen Mist, Catwoman. Ich bin oben angekommen. Na ja. Okay, wir sind da. Nest gelandet. Alle abgrasen nach Diamanten und Juwelen. Kennt man das ja. Was ist das? Mal sehen, ob wir da raufkommen.
indem wir von Mauer zu Mauer springen. Aha. Okay, erstmal gehen wir hier weiter. Geht gar nicht. Gut. Ah. Also. Das war nix. Ich bin echt heiß! Ja. Ich muss nochmal runter. Wegen dem. Ja, nochmal runter wollte ich eigentlich nicht, aber nun ja. Egal. Ich sah nix, ha? Huh? Das war jetzt voll clever. Bin direkt hier rein runtergefallen. Also, machen wir lieber so. Vielleicht ist er dann besser, wenn er es so macht. Dann muss ich nochmal. Ah, okay. Ich dachte, hier komme ich jetzt hoch. Okay. Dann gehen wir da nochmal hoch. Okay. Haben wir geschafft, hier hochzukommen. Also mal abgrasen hier. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Ne? Okay. Da geht's hier hoch. Ah. Man muss aber trotzdem nur da hoch, okay? Dann machen wir mal. Da komme ich bestimmt rüber. Laufe neben einer Mauer und halte die Schultertaste, rechte Schultertaste gedrückt. Achso, ich habe nur zu früh. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ja, man muss die gedrückt halten, aber. Na, ist auch wieder nix. Jetzt geht's, ne? Ja, jetzt mal rübergekommen. Ich hab's wirklich drauf. Ja. Wenn ich springe, während ich an der Wand entlang laufe, komme ich viel weiter. Okay. Bevor ich da irgendwo hingehe, gucke, ob wir hier noch was finden. Wie das zum Beispiel. Immer gern gesehen. Da auch wieder was. Hier da rüber. Denke mal so. Das reicht nicht. Muss ich da drüber springen? Nee. Tut man nicht. So das. Ja. Da irgend, komm ich da, ist da noch was zu holen? Glaube nicht, aber. Naja. Kommen wir da nicht hoch, okay. Warum hält sich einmal hier fest, Catwoman? Catwoman? Du machst jetzt das, was ich sage, ja? Okay. Geht doch. Geht doch. Ah, das ist ein Ende von dem Level. Ja, dann würde ich auch sagen, wir hören an dieser Stelle auch auf, wenn wir hier diesen Bildschirm haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß schon mal daran. Denkt an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.